Hallo, mein Name ist Olga. Heute sind wir am Start mit Kochen und ich bin nicht alleine. Ich habe heute einen Gast dabei. Danke für die Einladung, Olga. Mein Name ist Imre. Du machst Fitness, du machst Sport und du ernährst dich natürlich dementsprechend super gesund. Ich bemühe mich. Was hast du denn an Lebensmitteln, was so standardmäßig über Tag gehen? Haferflocken und natürlich Reis, wenn wir jetzt die Kohlenhydratelemente schauen. Das sind so die zwei wichtigsten. Unser Grundthema heute, da kochen wir heute Reis. Ich habe mir da so gedacht, dass wir eventuell so einen kleinen Wettbewerb zwischen Produkten machen. Drei Varianten. Eine Variante wäre dann traditionell ein Kochtopf. Dann haben wir ein Gerät, was eigentlich die Arbeit einen komplett abnimmt. Das wäre dann ein Reiskocher, Multireiskocher von Rommelsbacher in diesem Fall. Und wir haben eine Mikrowelle. Also das ist jetzt auch wieder, wo man sagt, ja, man kann sich Zeit sparen, man kann sich Energie sparen und ich koche schnell. Bin schon sehr gespannt. Reis haben wir in diesem Fall jetzt einfach nur Langkornreis, Jasminsorte. Wir stellen erstmal alles rein, lassen kochen. Mhm. Lass uns loslegen. Also ich bin tatsächlich für die klassische Kochweise, das mache ich ja auch immer zu Hause. Ein Becher Reis, zwei Becher Wasser, das ist so mein Grundrezept. Und ganz bisschen Salz. Da kommt dann erstmal Reis. So. Und dann noch einmal Mikrowelle. Genau. Da bin ich total gespannt. Habe ich noch nie gemacht. So. Perfekt. Und dann darfst du jetzt auch jeweils zwei Tassen Wasser portionieren, wenn du möchtest. Das ist dann auch überall gleich, egal welche Vorgehensweise. Genau. So. So. Oh, das passt. Perfekt abgemessen. Sehr gut. Wir machen auch gleich alles an. Wann würdest du jetzt salzen? Ich würde ehrlich gesagt gleich salzen. Ich würde auch das so tun. Ja? Nicht zu viel. Ich habe schon weggesteckt. Kochtopf, da machen wir dann ganz normal jetzt erstmal an. Da brauchen wir jetzt erstmal nichts machen, einfach auf Start. Und dann die Mikrowelle. Bei der Mikrowelle müssen wir dann eben einmal Mikrowelle Stärke aussuchen. Ja, wir lassen bei 12. Wir gucken mal. Lieber weniger als mehr, man kann immer noch nachgaren. Wie viele Minuten braucht Reiskocher? Reiskocher braucht 40 Minuten. 40 Minuten? Ja, okay. Aber es ist ja so, dass bei diesem Gerät brauchst du wirklich gar nichts mehr machen. Mhm. Es ist ja eine Schale dabei, die dann 1,5 Liter abgemessen ist. Ist beschichtet, klebt nicht so schnell was an, leicht zu reinigen. Das Schöne ist, das Gerät kocht selber auf, reduziert danach die Temperatur. Darunter ist eine Kochplatte, die dann mit einem variablen Sensor versehen, der dann auf die Temperatur reagiert, wird dann reduziert. Sollte dann zu viel Dampf entstehen, haben wir hier nochmal eine Möglichkeit, den Dampf entweichen zu lassen. Das ist ein automatischer Sensor, der dann ja auch reagiert. Das Schöne ist, bei diesem Gerät haben wir dann 6 Programme. Also das Programm Reis, das wäre dann geschälter Reis. Wir haben dann das Programm Vollkorn, das wäre dann ungeschält. Dann haben wir einmal noch Lockup. Und das Schöne ist bei Lockup, Lockup dauert ca. 50 Minuten. Dafür benutze ich aber in diesem Fall diesen Siebeinsatz mit einem Deckel. Und in diesem Garprozess extrahieren Kohlenhydrat, somit Kohlenhydrate-Minimierung beim Reiskochen. Ja. Dann haben wir einmal Aufwärmen, wir haben Dämpfen, da wäre dann ja auch nochmal die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Also das ist so ein Multikocher, der dann ja auch eigentlich so einiges machen kann. Ja. So, es war ja auch sehr schnell. Jetzt reduzieren wir dann auch nochmal die Temperatur. Das kennen wir ja beim Reis. Ja. Im normalen Topf braucht das ja auch so circa ab dem Kocheffekt circa 15 Minuten. Weißt du, wie die Mikrowellen funktionieren? Bisschen. Da bist du, glaube ich, die Expertin. Wollte gerade sagen, dann würde ich ein bisschen in die Grundlage gehen. Und zwar, die Mikrowellen werden in der Mikrowelle selber durch Magnetron, da werden elektrische Wellen in kurze Wellen, diese Mikrowellen, umgewandelt. Die Mikrowellen gehen dann in die Mikrowelle selber in den Raum. Die werden dann praktisch rausgeschossen. Und die prallen dann ja auch von den Wänden, weil es ja Metall ist, komplett rum und gehen dann ja in das Essen rein. Beim Kochen in der Mikrowelle natürlich ein Geschirr benutzen, was dann Mikrowellen durchlässig ist. Kein Metall. Also keine Metallschüssel, ja, die man reicht. Genau. Am besten eignet sich dann ja Glas oder Kunststoff. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Gemüse in der Mikrowelle arbeite, koche ich dann generell ohne Wasser, vielleicht einen Esslöffel maximal. Da, wo ich dann im Topf gekocht tatsächlich ins Wasser Mineralien und Vitamine abgebe, bleibt das bei Mikrowelle kochen bis zu 80% Vitamine und Mineralien erhalten. Also so gesehen ist das dann gesünder. Am gesündesten wäre Dampfen und für Dampfen wäre dann auch wieder mal so ein Topf, wo man ja mit Wasser Dampf erzeugt.
erzeugt und über 100 Grad eben ein Dampfeffekt entsteht. Wie stellst du jetzt Leistung ein? Weil das ist auch immer eine große Frage. Ja, genau. Die Leistung bei der Mikrowelle ist immer unterschiedlich. Also die startet mit 100 Watt und dann geht dann bis 300 Watt, dass wir dann in diesem Fall alles auftauen. Mhm. Bei 300 bis 400 Watt, dass wir dann weiter garen in diesem langsamen Garprozess. Mhm. 600 Watt wäre dann ja bis 800 Watt circa richtig garen. Und ab 800 Watt ein sehr schnelles Erwärmen für Speisen. Mhm. Ich arbeite generell mit 600 Watt, solange die Mikrowelle das erlaubt. Also bei dieser Mikrowelle von Samsung klappt das. Und ein Keramikteller zum Beispiel ist nicht so gut geeignet, weil das hast du bestimmt selbst gemerkt, hast irgendwas auf dem Teller, machst das warm, am Rand brutzelt das Ganze schon, in der Mitte ist es noch kalt und der Teller am Rand ist sehr heiß. Richtig. Am besten, wenn du irgendwas erwärmst, machst du einen Donut, das in der Mitte frei ist, am Rand was liegt, dann ist das gleichmäßig warm. Okay. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Oder? Ja, 12 Minuten haben wir letztendlich. Genau, wir haben 12 Minuten, dann haben wir ein paar Minuten stehen lassen. So, jetzt brauchen wir den Klickgriff. Habe ich noch nicht genutzt, aber funktioniert ganz einfach. Super. Die ist jetzt ein bisschen fester, ja, im Gegensatz zu Mikrowelle. Ja, das merke ich schon. Aber ist auch gut sehr geworden. Gut, sehr schön. Unser Reismeister ist mittlerweile fertig. Olga, ich würde jetzt gerne dann auch servieren. Würde ich sagen, fang mal an. Okay. Aber das sieht auch sehr gut aus. Ist ein bisschen mehr klebrig, wie dann halt so Reis ist. Alle drei sehen eigentlich ganz gut aus. Ja. Mikrowelle? War einfach und schnell. Einfach und schnell, sauber. Genau. Topf haben wir einmal. War auch gut schnell, finde ich. Mhm. Also es war nicht wirklich langsamer, aber halt man muss schon dabei stehen bleiben und dann die Temperatur einfach regulieren. Und auch nochmal Reiskocher. Multikocher. Bisschen länger, dafür aber ein bisschen mehr, aber dafür brauche ich überhaupt nicht dabei zu sein. Das macht alles von alleine. Ja. Darf es auch starten, um zu gucken, ob das dann ja vom Geschmack her auch irgendwie verändert ist. Okay. Steht schon ein bisschen, aber trotzdem immer noch gut genießbar, gute Konsistenz. Bin ich also überzeugt hier müsste von ich schon. Mikrowelle. Das wäre jetzt der Topf. Ja, dann starte ich wieder. Genau. Vergleicher. Dann Multikocher. Richtig. Das wird noch ein bisschen warm sein. Mhm. Alle drei Varianten haben funktioniert. Mhm. Ja. Ich muss allerdings zum Multikocher noch mal sagen, Reis ist nur ein Beispiel. Mhm. Multikocher kann aber viel mehr. Also Vollkornreis, er kann Low Carb, er kann Milchreis. Das ist wirklich das, was im Topf eine Geschichte mit Stehen und Rühren und gar nicht wegzugehen. Richtig. Dann haben wir hier auch noch mal Aufwärmen und Dämpfen. Ja. Also da ist dann ein Gerät, was mehrere Möglichkeiten beinhaltet. Und wir dürfen nicht vergessen, wir müssen nicht dabei stehen. Und so du kannst andere Sachen erledigen oder Zeit für Familie nutzen. Das Schöne ist, du bekommst alle Geräte bei uns. Ja. Also ich würde sagen, vielen lieben Dank. Ja, schön, dass du da warst. Hab mich sehr gefreut. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ja, ich mich auch.